Ja. Oder da ja, machen sie den Fiat. Diesen kleinen 850er Spider. Ja, vor die Laterne gejagt. Das war 74, hast du ihn gehabt? Ja. Weißt du, was dein Traumauto war? Ja. Das sind jetzt schon, was war das, 70er Jahre? 74 war das. Alter Knacker. Aber wenn ich den heute noch mal kriegen würde, war. Also ich würde so manches für so ein Auto tun. Das war mein Wunsch im Leben. Aber kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Da ist er. Da ist mein Spieler in Rot. Ich habe jeden in Rot gespritzt. Da warst du noch so jung und jetzt bist du so ein alter Knacker. Zeig mal. Das sind noch Zeiten, wo das war meiner. Das ist wirklich jung geworden. Ja, das sind wie viele Jahre sind das auch Helmknaller? Das sind über 30 Jahre, Herr Peter. Wie jung der da aussah? Über 30 Jahre sind das schon. Alles klar, Peter. Ja, Mann. Ich habe gerade mit Uwe geredet. Ich habe über Wünsche geredet und habe gesagt, ich wünsche Uwe einen kleinen Wunsch auf einen Schokoladenriegel mit Nüsse. Aber der redet die ganze Zeit noch von seinem Fiat Spieler, sein Traum mit 850. Kriegt er schon, das ja, das kriegt er doch, sein Traum, wann? Wir werden es mal als Überraschung suchen erstmal. Ich habe so viele Händler und so weiter, die ich gut kenne jetzt. Aber du kümmerst dich drum. Aber nichts verraten. Günther? Nein, ich habe lieber verraten. Kein Ton. Okay. Ein Spaß Günther. Muss Spaß machen. Keiner petzt. 100%ig nicht, Manni. Der verliert. Bombastisch. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Ja, guten Tag, Peter, Sie Heinz. Haben Sie einen 850er Spieler? 850er Spieler. Wir brauchten ein Fiat. 850er Spieler. Der Fiat Spider. 850er. Weiß er irgendwas? Ja, guten Tag, Herr Bäumler. Haben Sie auch einen Fiat Spieler 850? Ja, haben Sie da. Das war sein Getriebe dran. Sie wissen nicht was. Der schaltet sich nicht. Aber wie sieht die Karosserie noch aus? Ach, der hat noch TÜV und alles. Was für Farbe hat das Fahrzeug? Weiß. Ja, war selten gewesen. Meistens waren die ja so rot oder so gelb. Ja, ja, richtig. Der Preis? Ja, da wären wir uns einig. Da können wir vielleicht noch etwas handeln. Wow, 300-400 €. Ich gucke ihn mal an. Okay, können wir dann sofort mitnehmen. Das ist nett. Tschüsschen. Warten. Ach, warten. So, jetzt ist er weg. Ja. So, nichts sagen. Es ist überhaupt kein Unfallauto. Kein Golf. Das Uwe, ich habe über eine Stunde angerufen. Ich wollte erst aufgeben, aber habe eingekriegt. Ja. Achsen in Ordnung, wo sonst durchgefault ist. Weiße Farbe. Felgen sind nicht so ganz schön. Und was an Getriebe. Ja. Ich hole das Geld und alles und die Adresse. Wenn ihr ankommt, auch nichts sagen. Ihr steht ja da. Erstmal sagen, ob er für mir wäre. Noch nichts sagen. Nee, aber wenn ich nachher so drinnen sitze. Und dann machst du, ob du bezahlst. Ja. Du gehst bezahlen und alles. Dann kannst du einsteigen. Ja, dann setz dich mal rein und sag, den hab ich mir gekauft. Und das kann ich machen. Komm, geh rein, gib mir die Kohle und die Adresse. Hier mit Straße. Ja, hier muss es sein irgendwo. Aber Manfred, ich sehe hier keinen Golf. Aha. Nee, wo meinst du, wo ist der? Also aber guck mal, ich sehe hier sein. Ganz was anderes. Mann. Halt mal hier an, ich muss mal gehen. Hast du das gesehen? Das gibt es sogar. Im Moment, ich mache mal hier Platz. Wo steht der alte Golf? Der ich hier guck mal, stehen. Ich suche ihn. Geh du mal gucken, wo der Golf ist. Der muss ja irgendwo hier sein. Ich gehe mal was anderes gucken. Ich habe da was entdeckt. Ich guck mal hier rein. Mensch, das war das erste Auto, was ich hatte, das Cabrio. Guck dir das mal an. Ich suche mal hier. Boah, geil, ja, wa? Boah, da ist ein Spitzenauto. Manometer, wie früher, alles in Holz. Blinker. Aber im Prinzip ist er einigermaßen in Schuss hier. Aber wenn ich mir überlege, das ist doch ziemlich klein, wenn man es heute sieht. Oder wir sind älter und ein bisschen kräftiger geworden. Manometer. Hi, Manny. Ja? Weil das ist ein geiles Stück, ein richtig schönes Auto, wa? Mhm. Und für den Baujahr ist er noch gut erhalten. Gut, er hat hier ein paar Marken und da ein paar Marken. Da haben wir gerade noch von gesprochen, da weißt du doch, unser Bild noch von gezeigt. Das ist super geil. Apropos, hast du den Golf gefunden? Ist er doll kaputt oder was den ist Golf haben wir gar nicht gekauft. Wie, den Golf hat er nicht gekauft? Ich habe mir diesen Fiat hier gekauft. Ach Manfred, du spinnst doch. Ist doch gar nicht wahr. Guck rein. Ich habe mir den Fiat hier gekauft. Ey, du spinnst doch. Das ist gar nicht wahr. Boah. Das kann doch gar nicht wahr sein. Doch, habe ich mir gekauft. Was willst du mit so einem Wagen hier? Kannst du gar nicht mit anfangen, Manfred. Doch. Ey, das ist wirklich wahr. Ja, mein Auto. Manfred. Da ist wirklich wahr, Manfred. Ja, mein Auto. Ey, das gibt es gar nicht. Dein Auto. Nein. Was willst du mit das Auto? Ich und Peter haben gesagt, du bekommst ihn von uns. Hier, ich bekomme den? Ja, von uns. Wie kommt das denn? Du sollst auch mal was schenken. Ach, geil. Aber es ist was an Getriebe dran.
Deswegen ach, das ist doch scheißegal. Setz dich rein in der Wagen. Ja. Komm, setz danke dich rein. Schön, komm. Manfred, danke. Und Peter muss dich auch das ist wirklich wahr. Setz dich wirklich rein. Wahr. Komm, setz dich rein. Doch, da muss ich mal aber echt reinsetzen. Ja. Geil. Moment, mein Fuß rennt, Mann. Okay. Ist das ein schickes Auto? Ach, jetzt merkt man, wie klein hier war. Ja, du bist auch so klein. Deswegen hast du ja bekommen. Boah, ein Spitzenfahrzeug, Manfred. Ja, eindeutig. Der Fiat macht aus dem Schlamper und Grobian Uwe einen besorgten und ängstlichen Neuwagenbesitzer. Alles wegen des kleinen 850er Speeder. So nennt Uwe liebevoll seinen Spider. Ach. Oh, hey, Manni. Ja? Peter, das ist ein geiles Auto, wa? Aber wirklich. Ja. Aber wisst ihr was, guck dir das mal an. Und sowas habt ihr mir geschenkt, ihr beiden zusammen, wa? Ich muss schon mal Dankeschön sagen, Peter. Das, ja. Ey, das ist ein geiles Ding. Das ist ein Bildschirm. Du sieht das krass aus. Ja gut, etwas ach, komm, muss komm, gemacht komm, werden. Komm. Aber Peter, du das krieg ich im Griff rein. Guck mal, Motor. Boah, du Sack. Guck dir mal an. Verchromte Auspuffanlage, Endauspuff. Die Benzinpumpe ist ein bisschen undicht. Ach, wie neu ist der? Uwe, du Schweinebacke. Du kannst froh sein. Nochmal da drauf muss er uns die Hand geben. So, danke schön. Dankeschön. Boah. Und sie hat echte Stoffverdeck und kein Kunststoff. Den Mechanismus des 35 Jahre alten Verdecks kennen allerdings Peter und Manni besser als der Fiat-verliebte Uwe. Aber Liebe macht bekanntlich blind. Uwe leidet vor lauter Aufregung unter Gedächtnisschwund. Nicht nur beim Thema Verdeck. Nimm mal hoch, ganz hoch. Der ganze Sache hoch, Peter. Nein, so. Jetzt. So, ich kenn das noch. Ich hab meine Werke. Klappe zu. Klappe zu, Peter. Es klappt. Boah, jetzt sieht er wie ein Cabrio-Auto. Sieht richtig geil aus. Jetzt sieht er gleich ganz anders aus. Dein feines Stück. Willst du mal Probe sitzen? Nö. Doch, mach einfach. Da komme ich nicht rein mit meinem Bauch. Meinst du nicht? Nein. Uwe, setz dich ganz das ist ziemlich viel Platz, Peter. Mal, guck mal, jetzt sieht er schnittig aus. Ohne Dach sieht er besser aus wie mit Dach, Peter. Da komme ich nicht rein. Ist ein bisschen enger. Nee, mach du. Uwe. Das schafft er nicht rein. Uwe, ohne Tür aufmachen. Früher sind sie eingestiegen. Ja, früher bin ich drüber gesprungen. Das mach ist klar. Mal. Uwe, ja, mach mal. Das ist ein geiles Stück. Ey, warum sitzt du nicht dreckig? Ja, dreckige Flasche runter von meinem Auto. Der hat mir direkt das Auto voll, aber bei deinem Audi auch. Hier, die Tür geht nicht auf. Doch, Manfred. Total versaut. Und wegen. Mein Auto, schenk mal das Auto und versaut mal alles hier. Du steigst aber nicht ein wie ein echter Cabrio-Fahrer. Ja, ich steig aber nicht, mach mein Auto nicht schmutzig hier. Wo bin ich? Die Haube vorne offen. Moment. Ach, mal gucken, wo war da die Hebel? Warum wurde das? Ein Traumauto, gell? Das ist die Heizung. Moment mal, gerade gucken. Da ist der Hübel. Ihr müsst das sein. Der muss auf deine Seite sein. Ich habe es ja auch erst probiert. Wenn ich guck mal. Hier ist er. Wunderschön. So, Uwe, mit Getriebe. Wir wissen ja nicht, ob Getriebe kaputt ist, Gestänge oder Druckautomat. Ja. Ihr guckt danach. Ja. Trotzdem hast du ein Bild, schönes Auto. Ist doch ein Traumauto, Peter. War immer mein Traum, da weißt du doch, Uwe, das haben wir euch dir gegönnt. Deswegen sage ich auch Dankeschön. So was ist immer mein Traum gewesen. Ja. Ich und Günther gehen jetzt rein. Ja. Und ihr erledigt die Sachen. Wir machen hier noch ein paar Kleinigkeiten. Ihr seht was, gell? Ist klar, Peter. Komm, nimm mal die Hand. Jo, Dankeschön nochmal. Sei froh, gell? Also super, danke. Danke nochmal, Manfred. Okay. Danke wieder. Ihr zwei. Richtig geil, Manfred. Da habe ich ein schönes Auto, wirklich. Aber mehr kann ich mir gar nicht wünschen, Manfred. Ja, das ist ein schönes Auto. Die schöne lange Schnauze. Aber das ist noch wenigstens ein Auto, eine richtige Form drin. Eine kleine heiße Mieze daneben, eine blonde. Was willst du noch mehr, Manfred? Richtig. Das ist doch das Beste, was man sich wünschen kann. Das ganze Auto ist geil, Manfred. Die Armaturen. Da habe ich immer von geträumt. Aber auch schön, dass hier aussehen. Das auch so viel Holz ist. Ja, Mann, lieber. So, wollen wir da mal schieben? Okay, Wagen gleich. Uwe, schieben wir die Kiste rein. Die Kiste, schönes Auto. Ja, sage ich ja. Okay, Bremse los. Ja. Und... Manni und Uwe haben fertig. Der Unterboden wurde an manchen Stellen bereits geschweißt. Nicht immer fachmännisch. Uwe macht sich Mut und denkt an früher. Ja, an diesem Auto kann man was machen. Da war ich noch jung gewesen, das ist über 30 Jahre her. Aber den kriege ich auf jeden Fall im Griff. Jetzt müssen wir erst mal gucken, Manfred, was überhaupt hier los ist mit den Getrieben, wo er kaputt ist. Ich glaube ich, entdeckt. Wo hast du entdeckt? Da ist eine Schraube weg. Moment, da fehlt was. Moment. Da ist keine Schraube drin. Der hat die Schraube verloren. Das darf doch nicht sein. Eine Schraube brauchen wir. Wenn das jetzt nur da dran lege, da hast du ein Geschäft gemacht. Das wäre geil. Oh ja, Manfred, wenn das jetzt klappen würde, hätten wir ja nicht viel dran zu tun. Wir hoffen das Beste.
Das ist das Schöne an alten Autos. Mit ein paar Handgriffen und ein paar passenden Schrauben lässt sich so manches beheben. Auch ein schwächelndes Fiat-Getriebe. Nach der Stärkung kommt der große Moment. Der Spider wird für Uwes Jungfernfahrt flott gemacht. Lag es wirklich nur an der fehlenden Schraube? Wird das Fiat-Getriebe funktionieren? Okay, okay, komm, Alfred, setz dich mal rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin auch gespannt. Eine Gestrenge lag. Du immer dreimal drauf spucken, das bringt Glück. Mach mal. Ich spuck dich auf dein Audi gleich drauf. Aber ich glaube nicht, dass es dran lag. Das bringt Glück, ich hab dreimal drauf gespuckt. Warte mal, er sagte, ist er kaputt. Ja. Er ist aus. Er ist an. Mal los, du Zwerg. So, mal gucken, ob er geht. Hoffentlich. Schalten, toi, 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 toi. Da ist ein Gang drinnen, Gang drinnen. Also, funktioniert aber. Zwergi, fahr mal weiter. Er läuft. Das ist echt ein schönes. So, Auto. Alle Gänge gehen rein. Gut. Es geht auch Rückwärtsgang rein. Alles ausprobiert, rückwärts nicht drüben. Machen wir mal auf und nochmal Motor gucken. Fantastisch. Ja. Ich habe es versucht, auch Rückwärtsgang und alles. Ist doch das Getriebe nicht kaputt? Wie ich der Mann schon gesagt habe. Wir machen irgendwann eine Probefahrt richtig, testen die mal auf Straße aus. Mhm. Ja. Ich bin das mal drin. Geh mal drinnen, ja. Ach ja, Manfred. Mal reinsetzen in mein Rennauto. Uwe ist überglücklich. Ja. Für morgen eine ordentliche Testtour und dann kannst du deine Karre nehmen. Dann machen wir eine Spritztour. Komm. Oder gib mal eins zum Essen. Wo ist doch eine Frittenbude? Ich will meine Frau einladen. Fantastisch! Fertig! Geil, oder? Mann, das ist ein schönes Auto. Ist ein wunderschönes Auto. An. Richtig geil. Das ist dein Auto vor 33 Jahren. Richtig spritzig. Kommt, lieber. Geil. Was wir nicht gesorgt haben. Einsame Spitze, das Auto. Flattert vorne. Ah, Peter, steigen wir mal aus. Komm du mal auf die andere Seite, mein kleiner Stinker. Lass den Peter mal raus. Nee, komm mal, Uwe, komm mal her. Ich zieh, guck, nicht drüber. Ach, du bist wie eine Kapelle, Peter. So richtig leicht ist es raus hier. Ja. Mama mia, da braucht man schon eine Weile, gell? Ja, langsam, langsam, mein Auto. Ja. Manfred Mattis, ein alter, erfahrener Pilot, ist auf die drei ungleichen Brüder und das kleine Auto aufmerksam geworden. Er macht einen Vorschlag, den die Brüder nicht ablehnen können. Ja, ich habe da so eine kleine, schöne, rot-weiße Doppeldecker stehen. Super geile, schön. Ja, ist zwar nicht die schnellste, aber trotzdem, dann würden wir versuchen, hier auf der Bahn und ich über der Wiese hier gemeinsam durchzustarten. Das wäre eine gute Idee. Und dann schauen wir mal... wer schneller ist. Ja. Das wäre eine gute Idee. Das wäre mal ganz Besonderes. Das wäre doch mal was. Der alte Doppeldecker mit 1300 Kubikzentimeter Hubraum und 80 PS gegen den alten Fiat Spider mit 850 Kubikzentimeter Hubraum und 50 PS. Vier Reifen gegen zwei Flügel. Hat Uwe trotz seiner Fahrkünste da noch eine Chance? Das zieht der Fiat schon schneller ab als der Doppeldecker. Klar, der muss ja erstmal. Aber siehst du, das holt der Doppeldecker wieder auf, siehst du? Ja. Moment, das hebt er schon ab, der ist schnell, der Doppeldecker. Fantastisch. Der Doppeldecker ist schneller als der Fiat. Fantastisch. Hey, viel schneller. Der hat der Fiat aber abgelassen. Ja, aber wirklich. Der Doppeldecker war doch der schneller. Und guck mal hier, wie sich die Kurve zieht. Fantastisch, der Doppeldecker. Traumhaft, Mann. Der ist wendiger wie das Auto, der doch. Traumhaft. Gib Gas! Mann, hast du das gesehen? Wie schnell! Fantastisch! Guck mal, wie er sich vorbeizieht. Hey. Oh, komm mal. Yay, ist das schön, Mann. Ist das schön. Ja. Dann ist
So. Fertig. Doppelt auf. Super. Fantastisch. Fantastisch. Das sah klasse aus.